Ist geil, oder? Aimbot haut den No-Scope raus, da geht der PC des Gegners sofort aus. Na, du weißt Bescheid, wie es läuft. Gerne wieder lustige Kommentare unten reinschreiben, müssen nicht Reime sein, einfach irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles, genau. Ganz wichtig, Instagram Max Chillig folgen, habe ich, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, eventuell ja. Und wir werden heute uns die Mosu angucken, die absolut heftigste Pistole in diesem Spiel. Die hat ja nämlich dieses Zielfernrohr, was man da drauf stülpen kann. Und ihr seht schon, ich habe hier eventuell ein paar Aufsätze draufgeklatscht. Und wir werden zusammen in diesem Video auch noch den Agenten-Mod Schädelbrecher freischalten. Der ist nochmal richtig krank OP. Damit machst du nämlich auf egal welche Reichweite in den Kopf immer One-Shot. Und das ist richtig, richtig krank. Ich werde euch jetzt zeigen, was sie so drauf hat. Ab ins Game. So sieht das gute Stück mit diesem Visier aus. So aimen wir rein und so boxen wir in die Luft. Lassen wir das. Ja, ich wollte nur sagen, ihr werdet im Verlauf des Videos mitkriegen, warum ich sie die Sniper-Pistole nenne und warum sie quasi eine kleine Sniper ist, weil die wirklich, vor allem mit dem Agenten-Mod dann auch noch, einfach so viele One-Shots macht in den Kopf und man muss natürlich trotzdem gut aimen dafür. Oli, oli, oli. So, ihr seht schon, wenn man wirklich die Schüsse gut trifft, dann kann man mit der wirklich absolut reingehen. Da wird nämlich direkt mal jetzt zu B geschlingelt und nochmal, oh, oh nein, Feuer, nein, heimisch. Oh Gott, ich hasse diese Shotgun-Spieler. Oh, und dann direkt wieder auf A, guckt euch das an, Leute. Diese Waffe, das ist der Wahnsinn. Na gut, erstmal die Runde raus, da hinten war noch einer, aber ist ja die Entfernungszeit, guckt euch das an. Das ist kein Problem. Easy peasy, Ding. Der Kill, Alter, das ist nicht mehr feierlich. Ah ja, okay. So, da holen wir uns den nächsten, Alter. Das ist, ich check das gerade nicht, wie gut ich damit bin. Warte mal, kurz raushauen. Einmal wahrscheinlich mich selber retten müssen. Oh nein, oh nein, oh nö. Oh, warte mal, schlinge ich mich mal hier lang, hau mal hier gegen. Oh, guten Tag. Ich verstehe nicht, warum das so gut ist, Alter. Guckt ihr das an, ne? Ihr seht schon, ich nehme das heute ganz gelassen. Ihr merkt schon, guck mal, wie schnell die Kugeln da ankommen. Das liegt an Langanlauf 2. Kleiner Geheimtipp, falls ihr ohne den Agenten-Mod spielen wollt oder so, dann kommen die Kugeln einfach noch wesentlich schneller bei dem Gegner an. Merkt euch einfach, das ist relativ gut. Und ihr merkt ja, dass ich hier gerade mich kaum anstrengen muss, weil es irgendwie einfach läuft. Wir führen 100 zu 7. Das war es immer wieder, leider komplett. Das hast du nicht kommen sehen, was? Nee, hat er nicht. Wir werden heute sehr viel Spaß haben. Ah ja, Prost Mahlzeit. Das war dann mal wieder... Es ist so krank, ne? Na? Ihr seht diese Kills, das ist Wahnsinn. Man kann mit dem Agenten-Mod aber jetzt auch tatsächlich schön immer versuchen, auf den Kopf zu aimen und dann einmal klicken, zweimal klicken oder sowas und dann ist der Gegner halt instant down. Das wird jetzt das Ziel, denn hier ist er, der Agenten-Mod. Ja, jetzt ganz entspannt einfach mal ein bisschen mal testen, was so geht. Die sieht jetzt anders aus, schaut euch mal an. Das ist natürlich auch wirklich nur was für Leute, die eine sehr gute Präzision haben. So, da musst du schon... Oh ja, das zum Beispiel. Oh mein Gott, das ist ja absolut gestört. Man muss halt wirklich perfekt auf den Kopf aimen, dann hast du die One-Shots easy. Ja, man muss halt echt schlingelhaft spielen. Du darfst halt... Also das... No way. Wichtig ist dabei tatsächlich, dass ihr mit dem Ding auf Range spielt. Vor allem mit dem Visier auch. Weil so ist es auf jeden Fall einfacher. Weil wenn man die Gegner reinrennt, wie ich jetzt gerade, du musst halt eigentlich reinsprayen. Headshot? 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 Jawohl. Ja, man muss halt schon immer perfektes Aim haben, um das zu treffen. Vielleicht triggert man einfach ein bisschen höher öfter so auf den Kopf rauf. Vielleicht trifft man dann besser. Na, hier zum Beispiel. Oh ja. Oh mein Gott. Let's go, man kommt noch mehr. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen bedeckt halten. Mal gucken, ob ich das bedeckt behalten auch dann... Ich check das, wie gut das ist, ne? Oh, ich nehme mir mal die Sniper noch mit, falls hier irgendwas passieren sollte, was ich nicht will. Oh ja, das zum Beispiel. Dann nehmen wir uns einfach kurz den Cybershot noch mit. Alter. Also im Normalfall spielst du mit einer Pistole auf Nahkampf und nicht so Fernkampf. Aber im Endeffekt mit der Mosu. Oh nein, oh nein. Keine Muni mehr. Nein, zwei Kugeln. Gib ihm. Ist es gut, Mann. Aber mit diesem Teil, da sollte man wirklich einfach so spielen. Ganz, ganz easy. So ganz locker flockig. Weil so habt ihr die besten Shots. Regie. Warum war das nicht One-Shot? Man könnte das Teil eigentlich fast schon mit dem Annihilator vergleichen, den ich jetzt... Oh nein, oh nein. Oh. Gut, der Vergleich war jetzt vielleicht ein bisschen gewagt. Oh, da sind ungefähr 10 Leute. Warte mal. 1, 2, 3. Oh nein. Oh nein, wie dumm. Ha, easy Headshot. Leute, wir müssen weiter so machen. Auf jeden Fall sehr lohnenswert, um damit auf Gold zu gehen. Also quasi Headshots die ganze Zeit zu machen. Mann. Oh ja, ich lebe. Ja, das bringt dir auch nichts zu. Komm, Hallöchen. Jawohl, Mann, genauso will ich die Kills jetzt. Komm. Ich habe mir spontan überlegt, dass wir das einfach genauso machen. Wir gehen ja jetzt rein, gewinnen und so, Auto raus. Hallo, nein, nicht jetzt. Nein, warum werfe ich das immer ins Wasser? Konzentrieren, hallo. Ich will einfach nur die Headshots machen und Spaß haben. Ha? Ah, nein. Oh, guckt euch an, wie das meinen Arsch rettet. Na, kommt er wieder. Kriegt er wieder in den Kopf. Ist kein Problem, du. Leute, ich merke gerade, ich habe jetzt gerade allein in der Aufnahme schon so viele Headshots gemacht. Da habe ich direkt meine Lieblingstarnung am Start. Oh, wie geil. Dann wollen wir mal. Da kommt ein Köpfchen. Jawohl. Das ist so unglaublich, Mann. Tonchen raus. Oh, das ist der nächste Kopf. Jawohl. Das ist unglaublich. Ich kann hier einfach stehen. Gib mir mehr.
Ey, ey, ja. Oh. Nein, was? Das wäre so perfekt gewesen. Holy moly. Man kann ja absolut die Quickscopes raushauen. Benutzen wir das ganze Ding mal. Ein bisschen mehr als wie eine Sniper. Oh. Oh, jawohl. So, genau so wollte ich das haben. Alle guten Dinge sind drei. Drei. Oh ja, es klappt sogar. Oh ja. Um mal mein vorläufiges Fazit schon mal zu dieser ganzen Waffenkombination hier zu sagen. Ich finde es tatsächlich echt sehr schön, was sie sich da ausgedacht haben. Ich habe das Gefühl nur irgendwie, dass es sehr viel OP-Zeug in diesem Spiel gibt, ne? Also klar, du machst halt hiermit nicht unbedingt extrem viele Kills oder kannst jetzt sagen, das ist eine absolute Primärwaffe so. Du hast halt... Was hast denn du? Ich weiß nicht. Aua. Hallo. Lololololol, weg hier, weg. Hallo. Und ich habe nur noch drei Kugeln. Das ist natürlich nice. Oh, warte, nein. Verraten. Aber easy. Und jetzt nochmal raus. Oh, brenn ihn, verbrenn ihn, verbrenn ihn. Bitte, verbrenn ihn. Und... Nein. Ist er down? Ja. Dabei wollte ich eigentlich gerade nur darauf hinaus, dass man eigentlich nur einen Gegner immer so holen kann ungefähr. Weil du hast halt einfach sechs Kugeln und versuchst halt wirklich so, wenn du rauf triggerst, du kriegst höchstens einen, ja? Mit Glück gerne mal zwei. Oh, er macht den Colette hier mit der Dark Matter Tarnung. Lol, die Killcam, er spawnt wieder und gibt dann... Nein. Oh, schick. Probieren wir nochmal kurz fette Streaks zu erreichen. Aber sie ist für mich trotzdem halt eine Zweitwaffe, das muss man schon sagen. Also man kann irgendwie auch keine Zweitwaffe in diesem Spiel, höchstens die Unfriede, so als kompletten Ersatz für eine normale Waffe sehen, finde ich. Oh, da ist der Headshot. Ich glaube es nicht, Mann. Ich glaube, es hackt. Oder? Ja, Nate da raus, ne? Ah, ja. Oh, Nate Kill. Ich lebe, weil ich der Beste bin. Alle spawnen hier, aber ist mir egal. Oh, lol, ich muss hier weg. Einmal bitte für dieses Video den LOL-Counter in die Kommentare. Oh nein, das war der Choke des Jahres. Box, danke. Lebe, lebe, lebe. Wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Wir machen die Headshots easy. Oh nein, 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 nein. Lass mich leben, ich habe alle Streaks. GG. Das war ja mal wieder die beste Runde aller Zeiten. Oh, okay. Auf Close Range kann man auf jeden Fall sehr gut damit abgehen. Gar keine Frage. Oh, Leute. Ich muss jetzt mal zu meinen Vorräten, du. Sonst bin ich hier nämlich ganz schön aufgeschmissen. Eine Kugel noch. Ich habe ein Geschütz. Ich hau das mal daran. Nicht, dass die hier denken, sie können... Sterbe ich jetzt davon? Das wäre ja das Dümmste, was ich hätte jemals machen können. Ja, kann man auf 12-0 ruhig mal sterben, weil wir haben ja jetzt, warte mal, Mantis. Und hier meine Schwadronen-Geschwader. Oh, mein Mantis, ich liebe ihn einfach so. Ja, das läuft ja mal wieder gerade richtig aus dem Ruder. Weißt du, das ist immer das Gleiche, ne? Du selber, du gehst absolut rein, machst alle Streaks und eskalierst komplett. Aber die Gegner denken sich dann, ja, wir machen dann einfach mal unser Ding. Ihr merkt, die haben meinen Drohnengeschwader kaputt gemacht. Alles direkt. Also ich merke immer wieder, im Nahkampf ist sie manchmal nicht so verlässlich, aber das ist halt krank. Komm mit der Kriegsmaschine hier rein? Darf man das? Darf ich das? Oh ja. Ein Satz mit X, das war wohl... Oh Gott, oh Gott. Oh ja. Und reingebuttert. So, Moment. Oh, einmal kurz. Dank Meta snipen. Ich liebe es. Oh ja. Läuft, Digga. LOL. Habt ihr... Habt ihr nicht gesehen, oder? Geiler Typ. Rainer. Und? Schönes Ding. Und klatsch, Junge. Das wird wohl nochmal ein wildes Massaker jetzt, du, ne? Was? Keine Gefahr, du. Siehst du doch. Was zum... Nein, das habe ich jetzt nicht überlebt, oder? Also ihr müsst natürlich erstmal die Waffe hochspielen, damit ihr diesen Agenten-Mod bekommt. Und dieses Teil, es spielt sich tatsächlich einfach wie so eine kleine Sniper. Ihr seht das ja. Wenn man den Kopf trifft, ist es einfach One-Shot, das Ding. Vorräte bringt mir mehr... Ich glaub's nicht. Das war's immer wieder komplett, ne? Ich knipste ihm sein Lichtlein aus und dann war auch schon aus die Maus. Oh, ich kann euch nur raten, wenn ihr mal ein bisschen Spaß haben wollt, so zwischen den Runden, wo ihr die anderen Waffen vielleicht auf Gold spielt oder so, packt die mal aus, probiert die einfach mal aus. Ich merke auch, dass ich die ganze Zeit in dieser Aufnahme nicht so wirklich drauf achte, so ob ich jetzt irgendwie ultra das geile Gameplay spiele oder sowas, sondern einfach nur versuche, irgendwie die Köpfe zu treffen und Spaß zu haben, weil du machst halt so krank viele Headshots, wenn du das machst. Na, einmal hier, Was? Was habe ich da gerade gemacht? Wie schön, Mann, wie schön. Oh, ist das geil, Mann. Oh, nochmal, easy. Ich glaube, jetzt drehe ich nochmal komplett durch. Oh, Junge. Ha? Ah, ja? Easy, Junge. So, jetzt Sturm raus, dann machen wir nochmal platt, du. Ah, das war's dann mal wieder, ne? Danke. Oh, ja. Oh, ja. Oh, oh. Leute, es geht wieder los. Ich muss sagen, das nehme ich jetzt mal persönlich. Und ich bin ungewöhnlich fröhlich. Mit dieser schönen Killcam verabschiede ich mich von euch. War eine super tolle Runde. Liebe Leute, die Mutsu Sniper, ich sag schon Sniper, diese kleine süße Pistole, die uns echt Spaß bereitet hat in dieser Folge, legen wir jetzt mal wieder zur Seite. Hat mir echt Spaß gemacht, mit euch das Ganze hier zusammen zu erspielen. Ihr könnt mir sehr gerne noch schreiben, wie ihr so die Waffe findet. Schreibt mir gerne auch mal unten rein, was ihr denn so gerne von mir noch sehen wollt, was ich testen soll zum Beispiel. Gibt es da noch irgendeinen Agenten-Mod, den ich euch noch zeigen soll oder sowas? Gerne noch das letzte Video auschecken. War auf jeden Fall auch sehr, sehr nice und hat Spaß gemacht. Seht ihr alles hier verlinkt und gerne auch eine Bewertung da lassen, abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch nicht getan habt. Wie gesagt, Instagram hier würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir da reinfolgt. Gerne mal das neue Bild kommentieren, mit Kommentar vom Video, wenn ihr Bock habt. Dann bin ich raus, habt noch einen schönen Tag, liebe Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.